versucht. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video für JP Performance GmbH. Wir haben heute wieder was sehr, sehr Schönes vor. Und zwar werden wir drei Mitarbeiter überraschen, dass sie eine exquisite Auswahl an Fahrzeugen zur Verfügung haben und können eins von diesen Fahrzeugen gerne fahren. Wir haben uns schon drei ausgesucht aus den unterschiedlichsten Bereichen im Unternehmen. Eine Person weiß ich ganz genau. Da haben wir eine kleine Sonderüberraschung, und zwar das Auto steht etwas abseits und sie wird dann eigentlich die Wahl haben von den Autos. Und dann wird sie aber die ganze Zeit schielen auf ein anderes Auto und dann darf sie das Auto auch fahren. Aber das kommt zum Schluss. Also, ich würde sagen, wir gehen zuerst in den Burgerladen runter, oder? Wir werden den Attik überraschen. Und man muss wirklich sagen, Attik ist ein Mann der ersten Stunde im Big Boost Burgerladen. Plus, er ist so, wie würdest du ihn beschreiben? Das muss ich eh piepen. Dann mach die Version ohne piepen. Verlässlicher, ja. Motivierter. Brutal. Und ein engagierter zusätzlich noch Mitarbeiter. Ist er wirklich. Und das zeichnet ihn so extrem aus. Seinem Bruder auch, muss ich wirklich sagen. Also Nomi und Attik, die beiden sind einfach Maschinen. Da braucht man gar nichts dazu sagen, das sind einfach Maschinen. Attik ist die Organisationsmaschine und Nomi ist die Arbeitsmaschine. Boom, so, Alter. Sagen wir das. Und er hat den größten Brustkorb der ganzen Firma, auf jeden Fall. Der war schon mal bigger. Wenn er das jetzt guckt, macht er so. Ach ja. Also er hatte mal mehr. Boah, das wird... Ich weiß nicht, wie er reagieren wird. Perfekt, perfekt. Ja, ich weiß, wo er ist. Im Chefsessel. Im Chefsessel. Ah! Gerade so von dir geschwärmt, Junge. Halt! Was geht denn, Alter? Nicht viel bei dir? Ja, auch nicht viel. Warum riechst du so nach Shisha? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ich hab damit nichts zu tun. Hast du einen Moment Zeit? Ja. Ist Mirko? Ja. Mirko? Bitte nicht. Wir müssen einmal rüber. Okay. In die Werkstatt. Obwohl, wir können auch hier bleiben. R8 Turbo haben wir da. Ja. Wir haben den 992 Turbo. Ja. GT3 RS, M3 Touring und die 800, ne? Welchen würdest du von denen am liebsten fahren? Also 100%ig den Audi R8. Das ist so klar. 100%ig, ja. Sollen wir loslegen? Wie? Du fährst? Ja, natürlich, wenn ich darf. Okay, jetzt wird's peinlich. Wie geht die Tür auf? Unterm Griff, also unter der Leiste. Jawollo. Oh. Viel Spaß, Mann. Dankeschön. Ja, ey, das war uns so klar, weil alle haben gesagt, wenn wir das machen, am liebsten willst du TTS fahren. TTS ist mein Traumwagen, ja. Also von klein auf an schon immer gewesen. Das machen wir auch nochmal. Ich komme hier nach vorne. Ja, das geht nicht. Wir machen einmal eben schon mal an. Bremse treten. Warum TTS? Also von klein auf an, damals schon so Schulzeit. So, ja. Auf der Berufsschule, klar, dann hast du 16, dann hast du den Lehrer gesehen, der hatte so ein TTRS und das war einfach so ein Auto, wo ich mir gesagt habe, das kann man sich schon vorstellen. Das ist ja, voll. Auch allein dieses sportliche Design von Audi, muss ich auch sagen, ist halt wirklich ein Traum. Voll. Alleine auch, wenn man guckt, der Audi, zum Beispiel die ganzen R-Reihen von Audi oder S, der S6 zum Beispiel ist auch ein sehr schöner Wagen. Wie viel Leistung bist du denn schon mal gefahren, so als Höchstleistung? Also ganz ehrlich, mein 6er, den ich habe, mit 265 PS. Das ist ja schon gut. Also das reicht ja auch. Yeah. Ich sag ganz ehrlich, jetzt auch als Papa, das ist stimmt. Die schöne Zeit vorbei. Das ist jetzt hier auch schon so ein Kindheitstraum, wenn ich ehrlich bin, so im Auto zu sitzen, das ist schon... Du weißt, wie viel Leistung der hat? Nee. Okay, was schätzt du denn? Nee, ich will da nichts Falsches sagen, aber... Nee, schätzen. Ich würde so um die 600. Okay, wir müssen das anders machen. Bist du bereit? Natürlich. Nein. Da habe ich mich. Boah, also du hast eine gute Wahl getroffen, auf jeden Fall. Ja. Mit den 600 PS kommst du nicht hin. Ja, okay, aber war ich noch nah dran. Ja, auf jeden Fall. Also, dann ganz normal, Bremse treten, hier in D. Und dann cruisen wir erstmal los. Das Geile ist für mich, mir macht das immer viel mehr Spaß. Ich weiß nicht, wie viel Spaß es dir macht, aber ich bin also ich bin gerade so total glücklich. Also links runter? Links, ja, fahr mal links.
Weil wenn du merkst, der fährt ganz normal, du kannst ganz normal cruisen, ja. Da ist jetzt noch nichts aggressiv. Erstens würde ich sagen, dass du dich erstmal ein bisschen dran gewöhnst. So. Und dann können wir ja mal gucken, weil die Leistung ist natürlich, ja, natürlich, das ist für viele Menschen schon sehr, sehr viel. Deswegen, da müssen wir erstmal gucken, wie du so reinkommst. Nur, dass wir es nochmal kurz festhalten. Flo, ist doch super dein Sonnenschirm, ich kümmere mich doch um dich. Die Geschäftsführung zwingt mich mit diesem Sonnenschirm jetzt. Nein, nein, ich kümmere mich nur darum, dass du nicht über deinen Kopf verbrennst. Wie lange bist du jetzt da? Dieses Jahr mein 7. Jahr. Wahnsinn, ne? Die Zeit vergeht, der Laden läuft immer noch wie Tag 1 gefühlt. Das ist Hammer, ne? Aber ich bin auch total zufrieden. Man kann sagen, was man will. Und auch mit Juli. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, damals, wo wir das Frage-Antwort-Video hatten, wie du auf Juli gekommen bist. Ach so, ja, ja. Und ich muss einfach ehrlich sagen, der Typ, der ist einfach Gold wert. Ne? Also, ist er auch. Ist er 100%. Also Francis ist, also Juli ist, also jede, alle haben unterschiedliche Spitznamen. Ich glaube, manchmal sind die Leute so ein bisschen überrascht. Wen meint er jetzt? Also Francis ist ein sehr besonderer Mensch, muss man sagen. Kennst du noch einen, der nur so ein bisschen hier links, der so ein bisschen ähnlich ist wie er? Nein, ganz ehrlich, genau. Also ich habe viele Leute auch in meinem Leben kennengelernt, aber mit ihm da. Er sieht dich ja auch nicht nur als Mitarbeiter. Nein. Er schätzt dich als Kollege, wenn man Probleme hat, wenn man ihn auch sagen würde, nachts um 3 Uhr, genau, hol mich bitte von da und da ab. Er ist der Erste, der springen würde. Das ist geil. Aber auch das ganze Unternehmen ist wie eine Familie. Wir wachsen Jahr für Jahr immer mehr, wie es aussieht. Und dementsprechend. Es ist für mich aber auch super schwer, dieses Familiengefühl auch immer aufrecht zu erhalten, weil ich mich auch super viel beschäftigen muss mit anderen Dingen. Und da das ist halt nicht einfach immer. Ja, das stimmt. Ich sehe, wie die Familien wachsen in Unternehmen auch. Es gibt ja einzelne Familien. Ja. Ist ja wirklich so. Es sind ja nicht nur eine, es ist eine ganz große, aber die ganz tiefen sind ja immer auch mittlerweile so 3, 4, 5. Das stimmt wirklich. Montag wird zum Beispiel auch cool. Oh, Montag, darauf freue ich mich wirklich schon so sehr. Ja. Das wird schon. Ja, aber wir filmen das nicht. Vielleicht nehmen wir 1, 2 Kameras so mit, aber Montag machen wir alle einen Ausflug zusammen. Das ja. wird ziemlich cool. Wirklich. Ja, ne? Ja. Magst du sowas denn? Ja, ne? Ja, also ich auf jeden Fall. Auch damals mit Hyundai, wo wir da waren, das war ja auch so richtig lustig und es wird schon schön. Geil. Also, wir fahren mal jetzt auf die 2, also Richtung 2. Und Temperaturen, wir haben jetzt 58 Grad Öl und Getriebe ist halt noch gar nichts, das kommt gleich. Und dann gucken wir mal, wie du das so wahrnimmst. Das ist einfach ein schönes Gefühl. So, jetzt sind wir auf der Autobahn, keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Geh mal in die 4. Dann geh mal langsam Gas, dass wir jetzt da so hinterherfahren wollen. Und geh mal drauf. Genau, jetzt waren wir vor Laderuck. Da war noch nicht wirklich Action. Das Abblasen ist so gerade der Moment, wenn der Lader loslegen will. Oh, das ist sehr die wirkliche gut. Leistung kommt bei 7000 erst. Da geht's los. Und jetzt kannst du mal probieren. Aus Instinkt gehst du aus dem Gas. Ja, ne? Natürlich, weil das du ist. Denkst, ja, das ist. Geh mal in die 5. Geh mal Vollgas. Ja. Oh nee, das ist halt, das hat wirklich was mit Respekt zu tun. Aber das finde ich geil, das ist. Das ist der Hammer, das ist ein Gefühl. Total, ne? Das ist. Also da ist es mir lieber.
könnte gleich wechseln. Ja. Bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, also ich... Das wird gut. Ja, da ist er. Schalten. Herz ist jetzt auch bei... Wir fahren auch hier runter schon. Das ist von Mobile Madrid bei den Videos. Aber guck mal, du musst überlegen, du hast gerade gesagt, du bist als schnellst in deinem Leben 260 gefahren. Hast du gedacht, du wärst 268 gefahren? Nee. Also es ist ja ein Sekundentakt gewesen, gefühlt. Ja, ja. Boah. Das ist gar keine Zeit. Boah. Hammer, ne? Boah, das ist also... Boah, ja. Cool? Das ist mehr als cool. Also ich denke mal... Jetzt habe ich wirklich vieles in meinem Leben erreicht. Nein, das doch, ist Quatsch, wirklich. Das ist Quatsch. Also wie gesagt, habe ich dir erzählt, der TTRS ist halt der Traumwagen schlechthin. Aber allein mal so ein R8 aufzufahren, das ist ja... Ich habe da immer relativ viel Arbeit, aber wir können sowas gerne öfter machen. Und wenn du zum Beispiel sagst, boah, ich würde gerne den und den Wagen gerne mal fahren, dann können wir das immer machen. Ja, natürlich, das glaube ich dir. Ja, also wirklich. Das glaube ich dir, das hatten wir. Das Thema hatten wir auch schon mal vor anderthalb Jahren. Aber wie gesagt, dann kam immer viel dazu, viel Arbeit. Aber sag mir das auch, dass ich es einplanen kann, wenn ich weiß, hier ist so ein Zeitfenster oder sowas, dann können wir das immer machen. Weil mir macht das so viel Spaß zu sehen, die Freude. Und vor allen Dingen kriege ich auch nochmal ein neues Gefühl für die Technik. Ja. Und ich glaube, man kriegt auch ein geiles Gefühl dafür, wie schnell das ist. Ja, ich muss weil sagen, dann in dem Video sitzen wir manchmal und geben Gas. Und dann denkt man sich, ja, okay, jetzt haben die das gebaut und dann ist es auch. Weil ich glaube, ich einfach nicht mehr so zucke oder so reagiere. Ja gut, das ist dieses Geräusch. Machen wir hier auf dem Parkplatz. Damals war und wirklich die 7 Jahre, was wir auch als Team, als Struktur drin haben, so wie wenn man so guckt, wir haben Leute, die sind top an der Kasse, wir haben Top-Beleger, so jeder weiß, was, auch wenn es wirklich hart auf hart kommt, jeder weiß, wie er funktionieren muss. Das klappt Gott sei Dank auch immer sehr gut. Und das ist halt das Wichtige, weil ich sag den Jungs auch heute Morgen, habe ich dir nochmal gesagt, ich verbringe mehr Zeit mit euch als mit meiner eigenen Familie. Und das ist halt wirklich so. Da muss das passen. Ja, das ist es. Ich meine, was man außerhalb nach der Arbeit macht, wenn man einen Tag frei hat, dass man sich dann nicht unbedingt sehen möchte, ist halt eine Sache. Aber auf der Arbeit, wie gesagt, da halten wir immer zu 100% zusammen. Klar gibt es mal seine Ausschreitung, die gibt es aber überall. Aber ich finde, für Gastro sind wir extrem untypisch. Wir sind ja sehr liebevoll und so, weil Gastro ist ja sehr... Also ich muss auch ehrlich sagen... Und das sind wir nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, weil wir haben auch in dem Laden so viele Freiheiten. Also wir können singen, wir können alles machen. Und die Leute, die feiern das auch. Also das ist halt so, das kennt man nirgendwo. Da ist es so, ich kenne halt so Firmen, die wollen das dann, dass dann deren Mitarbeiter das auch machen. Aber sowas entsteht in der Dynamik. Das kannst du nicht sagen, mach das oder mach dies. Ja. Aber für mich ist es auch schön, wenn ihr mich nicht kommen seht oder hört. Ja. Und ich höre euch singen oder ich höre eure Stimmung oder was immer es ist. Ja. Was meinst du, wie
doll ich mich freue, ja, dass ich was gemacht habe, was so ja, eine... Das stimmt wirklich. Ne, wenn ihr morgens Brot schneidet oder ne, ja. das ist geil. Ja. Wirklich geil. An was denkst du, wenn du an Essen Motorshow denkst? Ganz ehrlich, an Spaß, Freude. Also ich muss ehrlich sagen, das Außenstehende könnte sich das gar nicht vorstellen, nee, wie es da immer abläuft. So. Und das sind einfach, klar, man kann sagen, wie man will. Es sind wirklich stressige Tage. 100%ig. Aber auch das Team, weißt du, das sind so Tage, wo man 100%, 120% jeder gibt. Auch wenn wir abends kaputt sind, dann setzen wir uns nochmal alle auf der Terrasse. Ja. Entspann nochmal, komm ganz ruhig runter. Ja, und dann nach Tag 10, dann weiß man auch wirklich so, was man wirklich geleistet hat, was man so selten, so, man schätzt jeden Tag. Und wir als Team, muss ich auch ehrlich sagen, das glaube ich, haben wir auch das von Juli, wir pushen uns jedes Jahr, um zu sagen, ey, wir wissen ganz genau, wir haben so und so viel Bestellung letztes Jahr gemacht, wir müssen es besser machen. Allein, dass wir den Luxus haben, dass das unser Ansporn sein kann. Weil unser Problem ist ja eigentlich eher, dass wir es schaffen im Vergleich zu, wie viele Kunden kommen. Weil wir haben ja das Problem während Essen Motorshow eher, dass Menschen hinfahren, parken auch noch und dann sagen sie, nee, ich stelle mich nicht an, ich fahre wieder. Und dazwischen die Balance zu haben, wie lange man ansteht und wie lange das dauert, das ist ja das, ja, was es ist. Ja, Essen Motorshow ist so unfassbar außergewöhnlich. Ja, das stimmt. Alle Jahre, und wenn man so zurückblickt, erste Essen Motorshow, wie es war, da gibt es Sachen, das sind der Hammer. Das ist wirklich, wenn ich das auch erzähle, so, wir standen da mit drei Belegern, da wurden Tabletten mit Salat, Tomaten, Zwiebeln vorbereitet und wir hatten auch dementsprechend weniger Burger. Ne? Also das kommt ja auch noch dazu. Und jetzt mit der Zeit und dass wir da wirklich so... Aber mittlerweile geht es ja wirklich gut. Ja. Es geht ja wirklich gut durch. Es ist so eingespielt und so ein funktionierendes System, dass da ja... Also ich habe keine Nervosität mehr. Ganz ehrlich, Big Boost Burger gehört zu den Abteilungen, wenn es Motorshow kommt, wo ich wirklich überhaupt, ich hab 0% Sorgen. Das ist in allen anderen Abteilungen. Also das hört man sehr gerne und wir tun ja auch immer unser Bestes, weil ich sag mal, mehr als arbeiten kann keiner von uns. Nee, genau. Wie gesagt, uns reizt es ja auch immer so zu sagen, komm, heute geben wir noch mehr Gas als gestern. Aber das müsst ihr nicht, ne? Ich weiß. Also es kommt gar nicht von der Firma oder so. Es ist halt, null, wie gesagt, der Reiz von uns Mitarbeitern selber zu sagen, ey komm, wir toppen uns besser. Wir wissen, wir können, wir wollen. Die Arbeit macht definitiv viel Spaß, sonst glaube ich, hätten wir nicht so viel Spaß da. Ach, so viel, ne? Ja. Klar, es gibt immer. Man merkt aber auch, wenn Leute neu dazukommen und wenn sie das Essen Motorshow-Thema hören oder sehen und sie zurückschrecken, dann weißt du, das ist nicht böse gemeint, aber dann weißt du, das hier ist ein anderes Pflaster. Ja. So, oder? Ja, ich meine jetzt, wir haben ja jetzt in diesem Jahr 3-0 Mitarbeiter und für die war jetzt Sommerferien schon, also ich muss sagen, dieses Jahr Sommerferien war sehr entspannt, muss ich wirklich sagen. Also für uns Alten, für die ist das schon so und dann, wenn man denen erzählt, ey, 10 Tage Essen Motorshow und... Die nehmen dich auseinander. Ja, und wir sind ja halt als Team auch so, wir nehmen da kein Blatt vom Mund, wir sagen, oh, da gibt's aber richtig, da wirst du Spaß haben, so. Wenn du jetzt schon sagst, es ist stressig, warte mal die 10 Tage ab. Aber an sich waren die Sommerferien sehr stark. Die waren stark, aber total, wie gesagt, es war auch entspannt. Also es liegt vielleicht auch daran, dass wir neue Mitarbeiter haben, die uns auch entlasten. Ja. Weil sonst, wenn wir halt Sommer haben, dann sind wir da manchmal zu 9. Wo es dann heißt, okay, komm, kriegen wir hin, haben wir jedes Jahr geschafft. Ja. Jetzt haben wir 14 Mitarbeiter komplett mit unseren ganzen Aushilfen. Und das ist einfach so ein Luxus. Geil. Ja, also ich freue mich wirklich. Freue mich sehr zu hören. Und auch das Schöne, sorry, dass ich unterbreche. Nee, nee. Auch das Schöne bei mir ist so, ich habe ja damals meine Ausbildung bei McDonald's gemacht. Und da war es wirklich so, man muss sich zur Arbeit. Ich habe irgendwie heute keine Lust, dahin zu fahren. Nee, will ich nicht. Und ich muss wirklich sagen, 7 Jahre, die ich jetzt bei Big Boost Burger bin, ich freue mich einfach immer da zu sein. Also das ist... Du kannst mir kein schönes Geschenk machen. Ja, also wirklich, das ist einfach schön. Kann ich irgendwas besser machen? Ganz ehrlich, nicht. Also ich bin... Wir haben den Pausenraum gemacht, das war ja schon eine Sache. Das habt ihr mir aber auch nicht gesagt. Ja, also der Pausenraum, ich sagte mal so, ich kannte den 7 Jahre so. Und für uns war es auch nicht so, weil wir waren da wirklich, haben nur gegessen. Jetzt mit dem Massagestuhl, mit dem Fernseher, das ist schon eine Welt für sich, muss ich ehrlich sagen. Habe ich noch nirgendwo gesehen, so schön. Gibt es noch irgendwas anderes? Nee.
Denk mal drüber nach. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, ob es jetzt so, wie sagen wir, so reden darf, aber ich muss sagen, das Gehalt, wo es angepasst worden ist, seitdem, also das war halt immer so, man muss es halt immer sehen, ne, so die Arbeit tätig und. Aber jetzt mit dem Gehalt, kannst auch meinen Bruder fragen, ja, ja. Wir sind so glücklich, das ist der Wahnsinn, das ist... Ja, das freut mich. Das freut mich sehr. Und auch, also gehaltstechnisch. Ja, ist, also da sind wir jetzt gut aufgestellt. Eins will ich noch sagen, ja, bevor wir ankommen. Ich will mich auch wirklich bedanken, auch bei Juli auf jeden Fall. Das sage ich, habe ich noch nie gesagt, wirklich. Nein? Nein, also dass er, ich hatte ja meine Anfangsschwierigkeiten, weißt du ja auch, ja, hier im Unternehmen, wie krass es war und wie es um mich stand. Und dass Juli wirklich auch so um mich, hat, also er hat stimmt, wirklich an mich geglaubt. Und wenn ich jetzt gucke, was ich alles für die Firma Big Boost machen darf, was, wo was er mir du, auf die Hand was lässt. Was du für mich aber auch bedeutest und was du aber auch der Firma bedeutest. Also das darfst du nicht unterschätzen, also dass du das auch für dich selbst bitte auch registrierst. Ne? Ja, das, natürlich, das weiß ich. Also ich bin wirklich zufrieden, das ist ja ein Hand in Hand, sagt man immer so schön. Und das ist der Wahnsinn. Oh, nenn ich der schon wieder. Der Verrückte, komm, wir steigen mal aus. Ja, wo habt ihr jetzt Fahrerwechsel gemacht? Ja, weil meine Beine am Zittern waren. Was? Nach 280 war vorbei. Das war zu wild. Ja, nee, aber du hast das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Dankeschön. Das war auch wirklich ein tolles Gespräch. Ja. Muss ich wirklich sagen. So, wir gehen los und holen uns den nächsten Kollegen. Wir sprechen gleich nochmal. Alles klar, danke. Das war schon cool. Das war schon sehr, sehr, sehr cool, mit Atik in Ruhe im Auto so zu quatschen und der Austausch. Also für mich bedeuten diese Videos, glaube ich, das Zehnfache wie für die Jungs, die nicht fahren können. Aber du merkst halt einfach auch, wie doll wir uns an die Leistung gewöhnen. Und wir waren dann so bei 3000 und die Leistung kommt ja so richtig bei 7000. Und dann von 3000 auf 5000 Drehung, da war bei Atik schon so ein bisschen Schicht. Und der erzählt immer von Autos mit Leistung und sowas. Ja, aber das ist ja... Das, ne? Und dann merktest du schon so, okay, krass. Und dann merkte ich aber auch, wie doll wir nicht mehr registrieren, dass das schnell ist, nicht schnell ist. Das ist verrückt. Wir gehen mal zum nächsten Kollegen. Der ist auch... Ah? Nee, er sitzt da. Er sitzt da. Wir gehen mal hoch und schnappen uns den und das wird sehr lustig. Wir lassen ihn von oben entscheiden, würde ich sagen. Ne? Ja, das ist gut. Los geht's. Wo ist der Ball? Wo ist denn der Ball? Der sitzt da am Schreibtisch. Guten Tag. Schönen guten Tag. Wie geht's Ihnen? Fantastisch. Das ist doch cool. Was machst du gerade? Ich beschäftige mich mit dem Thema Rotiform. So. Beschäftigen? Ja, genau. Ja. Abhängen. Ja, ja, klar. Schön. Machen wir. Läuft ja auch gerade. Ja, perfekt. Ohne Probleme läuft das rückwärts, rollt das mit dem Berg ab, alles. Ja, das ist wirklich ein Problem. Ja. Egal, darüber reden wir gleich. Siehst du die Autos? Ja. Okay. Wenn du jetzt die Wahl hättest, eins fahren zu können, welches wäre das denn? Du hast ja jetzt genug Zeit gehabt, drauf zu gucken. Ja, ja, ich gucke ja den ganzen Tag schon drauf. Man hat ja die schöne Aussicht. Wäre wahrscheinlich beim eins von den Porsche-Kollegen. Kennt drauf an, wo man fährt. Also ich kann das Menü so ein bisschen zubereiten. Mhm. Das linke Modell wäre das Modell Drehmoment etwas schwächer. Es schreit dich an, aber das Schreien steht nicht immer unbedingt im Verhältnis zur Beschleunigung. Es geht aber schon ganz gut vorwärts. Es ist sehr ruppig, sehr hart. Wenn die Kamera doof ist, wackeln die Titis. Das wäre das Modell weiß. Modell ja. Grün ist unfassbar kraftvoll, unfassbar schnell. Also wirklich, wirklich sehr, sehr schnell. Sehr komfortabel. Sound ist turbomäßiger, links ist schreiender. Sie haben die Wahl. Ich wäre beim Schreien. Ehrlich? Ja. Okay. So ein bisschen sauger. Hast du Zeit? Das musst du entscheiden. Das muss definitiv du entscheiden. Du hast Zeit. Einsteigen, los geht's. Ja, wo möchten Sie denn hin, Herr Krämer? Dann fahren Sie mal raus. Fahren Sie mal links so. Oh, du zitterst. Ja, ja, das holt mich jetzt ein bisschen ab. Ich oh, du zitterst. Mit Stresslevel ist ja eh im Moment ein bisschen Aufregung. So. Ja. Aber passt. Ja, ja, das geht gut. Dann fahren wir mal links hoch. Du bist vor ein paar Tagen 991. 991 ist schon ein bisschen länger her, im März bei der Verwandtschaft. Ja. Die Tante im Herzen, schöne Grüße, Perret, hat mich hier in GT3 fahren lassen. Durch die Schweizer Serpentin, das war oh, sehr geil. Cool. Das war brutal. Das ja, war zwischen den Autos ist aber auf jeden Fall ein Unterschied, weil das Auto hier ist so nah an einem Rennfahrzeug, ist schon ein großer Sprung, muss man echt sagen. Diese Theke, Käfi, gut, der ja, hat ein Clubsport-Paket, der 901, das war schon krass, aber so eine, diese Theke und... Hammer, ne? Das ist einfach anders. Was am meisten Spaß macht, wenn du jetzt hier schon mal im Manuell gehst, was ja halt nicht so,
S-Klasse-mäßig, die sofort hochschalten. Also wir cruisen nicht so viel. Ja, ja, genau. Meine Mutter ist jetzt noch kalt, aber trotzdem kriegst du ja schon mal eine Idee. Denk mal so ein bisschen links, rechts. Genau. Das da ist direkt. Wir können dann auch hier, jetzt ist alles aus. Okay. Da könnte man zum Beispiel auch jetzt, so, ne? Jetzt ist Dämpfer auch alles auf, volles Ballett. Das ist aber auch, merkst du, ne? Spaßig. Ja, aber so fahren ist halt auch schon echt krass. Das ist ein also, jetzt, DRS müsste auch schon aktiv sein. Drück mal auf den DRS-Knopf. Das ist so dumm, das zu sagen, aber wenn man den bei Gran Turismo fährt, macht das halt auch herbe Spaß. Ja, voll. DRS zu spielen. Du merkst das auch, aber das halt, kommt man sich ein bisschen dumm vor, wenn man so ein Ding sitzt und sagt, das ist wie bei Gran Turismo. Genau gleich. Alles am Wackeln. Deswegen damit halt irgendwie weiterfahren als 100 Kilometer. Klar, das geht natürlich. Mach's doch mal, weil es Bock macht, ne? Aber genau, da musst du halt voll Lust drauf haben. Wollen wir hier bleiben oder fahren wir? Wir fahren mal. Passieren tut ja nichts wirklich groß, weil das Leicht, die Traktion ist so groß. Ja. Bremse ich mal ein bisschen ab. Hier mal die 1. So, ab wo kann man denn die 1? Wo kann man eigentlich fast immer. Hammer, ne? Das ist einfach. Das ist, aber das ist doch das, was macht so mit dem Sauger halt Bock, ne? Ich meine, Turbo. Turbo werden wir jetzt schon nehmen, dem Amazon Fahrwerk. Ja, aber das ist halt was anderes. Voll. Das ist so, aber hier ist halt da, ne? Ja. Die Geräuschkulisse ist halt einfach krass in den Dingen. Voll. So, und das auch zu wissen, wie man aussieht. Also wie das. Ja. Du kommst hier einfach mit so einer Rennschüssel um die Ecke. Ja. 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 Vorhin oben natürlich auch so ein bisschen gequatscht. So, was wird man jetzt mitnehmen? Wenn mein Chef sagt, nimm mal mit, was wird man nehmen? Und ich hätte, ist hier ist einfach. Klar ist das nicht das Komfortabelste und alles, aber das ist halt einfach ein UFO. Ja, aber es ist halt hardcore nicht komfortabel. Nee. Es ist halt hardcore unbequem. Du siehst noch. Ja, ich will nicht, auch nicht hier. Julian, könnt ihr einmal Niklas schicken mit dem Trailer? Hier ist was kaputt. Wir stehen bei Amazon auf dem Parkplatz in der Laterne. Hier musst du aufpassen, dass du einfach nicht falsch lenkst. Hier ist es nicht das Problem, dass das Auto ausbricht und du durch zu viel Gas den Fehler provozierst. Ja. Hier ist es so, dass du wogegen gefahren bist. Ja. Du fährst falsch. Also bei den Geschwindigkeiten. Irgendwann kann es auch mal ganz schnell werden. Aber hier ist halt eigentlich alles möglich. Das ist also der Grip-Niveau, das ist brutal. Also genau, und das ist jetzt noch nicht da, weil so ein Semi-Slick braucht lange. Ja gut, aber im Verhältnis zu allem anderen, was man sonst so... Nee, wenn der ganz kalt ist, ist der schlechter. Echt? Ja, auf jeden Fall. Trotz der Auflagefläche und so? Ja, wenn der kalt ist, ist der schlechter als eigentlich vieles andere links. Oder geradeaus. Da machen wir mit euch was immer. Okay. Geradeaus. Ja, du machst rot die Form. Ja. Schwierig. Schwierig gerade, ja. Sehr schwierig, ne? Sehr schwierig, ja. Das ist, wenn das Video läuft, ist ja eh die Situation noch schwieriger. Bekanntlicherweise. Ja. Ja, allgemein und unabhängig von dem Struggle, den wir halt generell schon die ganze Zeit haben. Ne? Mhm. Das ist ja schon nicht so schön. Wie würdest du die Idee finden, wenn wir K80 wieder starten würden? Geil. Ja? Ja. Traust du dir das so? Also, ich meine, wenn du so einen Gedanken hegst, dann ist es ja meistens schon ziemlich entschieden. Nö, nein. Wenn das so wäre, dann würden wir ganz viel sagen. Ja, ja, okay. Aber ja, das wäre ein mega Projekt natürlich, auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. Also, und da, egal was man macht, was Eigenes ist halt immer das Geilste. Hier so im LKW hinterher. Ja. Aber das ist halt immer das Geilste. Und du kannst selber entscheiden, was du machst. Und du hast ein Design dann, wo du sagst, das ist mein Design und das ist geil. Und nicht so, hier stört mich immer da ein bisschen und dann stört einen da wieder ein bisschen was. Und das kann man halt dann alles. Ja, auch wieder Qualität und Kosten, ne? Ja, das ist ja sowieso so ein Thema. Ja. Aber momentan haben wir halt echt so viele Themen und so viele Probleme, zum Beispiel mit Dr. Glossy, dass ich auch verstehe, dass Leute da dann teilweise dann reden. Aber können wir was dafür, wenn der Markt so explodiert und so viel gekauft wird und wir schon einen Dreischichtbetrieb produzieren? Ja. Du schätzt ja schon die Lage meistens gut ein im Vorfeld. Ja, da offensichtlich diesmal nicht. Ja, ja. Was ist da los? Aber wer soll so eine Einschätzung vorproduzieren? Genau, das geht ja gar nicht. Genau. Also du kannst ja, und das Vorproduzieren, das wissen ja die Leute gar nicht. Die kennen ja die Stückzahlen nicht. Das kann man ja auch niemandem zum Vorwurf machen. Wir sehen es ja jetzt, wie lange Dr. Glossy da ist. Das heißt, wir hätten ja dann jetzt bis jetzt und noch mal 3 Wochen obendrauf ungefähr. Okay, wenn das Video läuft nicht, hätten wir ja vorproduzieren müssen. Ja. Und die Menge. Das heißt, ich sitze da und sage die ganze Zeit, nee, mach weiter, lass laufen, wir verkaufen, lass laufen. Ja,
Das machst du ja nicht. Das geht, fühlst du das logistisch? Geht das ja gar nicht. Genau. Diese Mengen, die da verlangt werden vom Logistikzentrum, das kriegen die gar nicht hin. Nee. Also, damit können die alles einstellen für uns und dann irgendwann wieder zurückfahren. Aber das kannst du nicht planen. Du hast keine Planbarkeit, nichts. Kennst du diese Straßenabschnitte, die Tunnel heißen? Ja. Das ist so. Hab ich schon mal gehört. Ja, machen wir so. Dann machen wir einen Gang runter. Nochmal. Und dann hören wir mal. Was sagst du zum Rutiform-Thema unter Kontrolle kriegen? Oder erstmal, jetzt ist es ja da. Ich denke, wenn das Video läuft, müsste ja sogar eigentlich alles raus sein. Ja, wir. Oder? Das, also, wenn nicht, wäre krass. Die Schwierigkeit ist, dass Vorsicht. Die. Oh, ja, komm, ich nicht weiter. Danke. Dass die. Wir so eine Variable, also so eine breite Produktpalette hatten im Angebot zum Start, was die Jungs uns versprochen haben, was wir kriegen. Und jetzt haben wir so viele Räder nicht. So ein paar Standardgrößen haben wir, aber wir haben das Schöne war ja, dass wir diese für so viele Felgen 17 Zoll, 18 Zoll jetzt alles anbieten konnten und wir in die Vorbestellung genommen haben und wir es jetzt nicht bekommen. Die kommen, also wir haben keine Gutachten, wenig Gutachten und das ist halt ein Riesenproblem, weil jetzt haben wir zig Felgen da, aber das ist ein Bruchteil nur von dem, was wir eigentlich brauchen. Und das ist halt das Problem. Ne? Wir haben unheimliche Vielfalt angeboten, die uns versprochen wurde, die wir bekommen, die ist nicht da. Und jetzt haben wir die Karte. Ja, voll. Das ist hart, ne? Aber irgendwie geil. Also jetzt alles für jetzt, wo ich weiß, du fährst ja keine großen Strecken und so, voll egal. Ja, das geht wirklich. Aber stell dir mal vor, du hast halt wirklich keinen Kofferraum, ne? Ja, gut, das ist halt. Du hast vorne keinen Kofferraum, du kannst hier was hin tun, aber musst dann das halt abklären mit deinem Beifahrer. Ja. Das muss da durchpassen, Ben, durch den Käfig. Das ist krass. Also, das ist alles. Das vergessen so viele. Wo ist der Getränkehalter? Ja, ey, bei der Härte brauchst du kein Getränkehalter. Genau. Sei denn, du fährst immer nur mit einer halbvollen. Das hier wird wichtig. Das ist ja nichts in der normalen Auto. Nee, aber wie ist es daily? Ich meine, du fährst ihn ja häufig oder bist ihn mal häufiger gefahren. Ja. Auswahl ist ja groß. Ist das daily im Vergleich zu einem McLaren? Oh, McLaren ist tausendmal besser im Daily-Betrieb. Aber dafür wurde er ja auch gemacht. Ne? Also 27S ist für Daily-Betrieb gemacht, dass du einen optischen Supersportler hast, der auch Supersportler schnell ist, aber komfortabel. Und das macht er auch so gut wie keiner. Das ist so asozial. Dieses Auto, das ist einfach... Emotion. Crazy, ja. Diesen Klang von da hinten, das Ganze... Oh. Ist schon hart, Digga. Also auf dem Beifahrer, so der Lenker, der Hand fühlt sich echt doppelt so hart. Und wir haben aber jetzt die beste Straße hier, ne? Hannoversche Straße ist beste Ding. Genau das Gebiet für so ein. Aber ich merke gerade, für Julia ist das aber auch schon Kost hier. Und die fährt nicht so, du fährst nicht so entspannt wie ich, wenn die auf dem Beifahrer sitzt. Doch. Ja, wobei, wenn man es daily hat, dann ist es ja nicht mehr so echt, der. Ich fahr echt chillig. Den fahre ich eigentlich eben fast immer chillig. Außer wenn es dann drauf ankommt, dann fahr ich nicht chillig. Und dann geht auch so ein Ersatzreifen mal weg. Genau. Oh, da war der Ersatzreifen. Ackens, kannst du einmal. Tschüss. Ich hoffe, ich kann dir eine Freude machen. Ja. Wer hätte denn noch verdient zu fahren? Ah ja, also grundsätzlich halt alle. Das ist halt das. Ja. Das ist eine blöde Frage, muss man. Also, ja. Weil jeder sind, alle sind da immer am Ackern und am Machen und am Tun. Ich finde halt das cool mit dem, wenn die Burger-Jungs das mal machen können, weil ja, die ackern am allerheftigsten von allen. Ne? Das macht echt Spaß. Das muss man echt sagen. Die ackern wirklich. Also das ist. Ja, ne? Es ist auch wirklich so. Ansonsten finde ich es immer cool, wenn Ackens nochmal. Der macht. Ackens? Ja. Amando hat doch sowas keinen Bock, ne? Nee, den juckt das nicht. Aber. Ackens habe ich auch gesagt, aber wir haben eben anderen heute noch auf dem Plan. Alles mit Ackens ist schön. Ja, Ackens ist immer noch schön. Danke sehr. Ich habe zu danken. Nee, wirklich. Danke. Das ist. Also, wenn du mal wieder einen brauchst, wenn du eine Runde drehst. Ich bin. Ich bin da empfänglich. Huch, how was it? Anregend! Sehr gut. Was heißt anregend? Ideen anregend? Willst du jetzt auch eine? Ja, ich bin jetzt, genau. Überleg dir. Ich muss heute Abend Gran Turismo wieder anmachen.
schon gesagt, das ist der schlimmste Vergleich, glaube ich, den man machen kann. Aber das ist ja sehr, sehr geil. Also, war gut? Krass. Das ist einfach krank. Diese Autos, brutal. Vielen Dank. Was wäre die zweite Wahl denn gewesen? Ja, das ist halt der Punch ins Genick dann, ne? Das wäre es. Der Unterschied ist so, oder Flo? Der Unterschied zwischen den beiden Autos ist so krass. Also ich bin den Grünen noch nicht mitgefahren. What? Ja, dann. Ja, weil er die ganze Zeit verletzt ist. Ja, ja. Ich bin nur die gute Version, die Powerful-Version davon gefahren. So. Beides ist. Bist sehr, sehr nah. Weißt du, wie Underdog-mäßig die G-Klasse hier ist, ne? Weil ja, das ist ja auch ein bisschen Bums. Kannst du nicht vergleichen. Nein, von der Pace nicht. Die muss halt gegen ein bisschen mehr Luft drücken. So. Ja. Aber es ist halt nochmal genauso aussehen. Crazy. Bis später. Bis später. So, jetzt geht's los. Die Person Nummer 3 kommt jetzt, die letzte Person. Also sie will eigentlich das Auto rechts fahren. Ich hab schon, haben wir schon mal. Ja, hat man den gesehen jetzt oder hat man den Leon gesehen? Okay. Also sie will den M3 E92 fahren, wir gehen jetzt hoch und sie hat die Auswahl und sie wird wahrscheinlich dann sagen, sie wird zögern und dann sage ich, weil sie wird nicht den Mut haben. Und dann werde ich sagen, ja okay, was ist denn damit? Und dann wird die ausflippen, komplett. Also wir gehen hoch, los geht's. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Sieht's aus? Oh, das ist ja geil mit dem Polaroid. Wow, das ist echt stark. Auch mit dem Schwarz, geil. Was geht ab hier? Mach mal lieber Bildschirm zu. Bildschirm schon das Beste. Haben wir gar nicht drauf. Nein, okay. Boah, krass. M3 E92. Ja. Dir ist wahrscheinlich aufgefallen, dass unten so ein paar Autos stehen, oder? Da stehen einige sehr schöne Autos, ja. Da steht jetzt kein M3 E92 bei, das ist richtig. Aber da steht ein GEAT 100, ein M3 Touring, ein GT3 RS, ein Porsche Turbo und ein R8. Ja. Welches Auto wäre denn dein Fall, wenn du jetzt die Wahl hättest? So rein theoretisch. Was würdest du denn gerne von den drei, von den fünf fahren wollen? Wow, das ist sehr schwierig. Also ich glaube, ich würde R8 oder der Turbo S. Da wir vorhin schon Witzthematiken hatten beim R8 und der R8 auch schon hatten, weil Attik ist in der R8 gefahren. Ich hab's gesehen. Und der hat sich so dermaßen einen Köttel in die Buchse geschossen. Würde ich sagen, machen wir Porsche Turbo, oder? Das wäre... Wow. Wäre gut? Ja. Okay, dann machen wir das. Schieß mal los. Ich habe alle richtigen Schlüssel in der Tasche. Hast du alle dabei? Alle dabei. Du bist vorbildlich. Gut, ne? Das wird cool. Das wird sehr cool. So. Porsche Turbo? Ja. Okay. Aber ich meine, der M3 steht da. Mit roten Nummern eigentlich. Das wär eigentlich cooler, oder? Das wäre schon sehr schön. Ja, aber hier, Schlüssel vom Porsche habe ich in der Tasche. Ja, also hier. Ach, guck mal. Oh. Ich glaube, wir fahren besser den, oder? Würde ich auch sagen. Also, wie kann man da Nein zu sagen? Okay, pass auf. Dann mache ich den an und du stellst dich hier hin, okay? Komm mal her. Okay. Und genieß den Sound dieser ECE-Abgasanlage. Bist du bereit? Ja. Okay, dann lass mal kommen. Oh, guck mal, ich meine, du bist ja auch BMW begeistert, ne? Auf jeden Fall, also das wäre auch echt so ein Auto, wo ich sage, irgendwann wirklich so in der Zukunft. Das ist aber auch ein Problemkind, ne? Also man muss dieses Auto realistisch sehen, es ist ein Auto, was halt nicht ohne ist, ne? Wie hast du deine Felgen eigentlich? Sehr. Gerade die. Also da müssen wir jetzt echt. Nein, wirklich. Ich bin vorsichtig. Aber ich muss mir aber wirklich mal eben kurz hier. Mach, stell dir alles ein. Das ist ein bisschen brutal, wie die stehen. Und dein Freund hat mir schon gesagt, ich muss dich zwingen zum Gas geben. Das könnte sehr durchaus sein, ja. Boah, das haut. Ich kann nicht. Ist gut, ne? Ich bin verliebt. Ich bin einfach verliebt. Boah, aber es geht, es ist nicht der Allerschlimmste. Also ich muss erst mal sagen, wie selbstverständlich wärst du denn mit diesem Auto, bitte? Was heißt selbstverständlich? Als ob du jeden Tag das Ding fährst. Ich würde es gerne fahren. Dann fahren wir da vorne schon mal rechts gleich. Die Blinker sind ein bisschen weiter weg, ne? Ja, das Lenker, das merkt man. Ist sehr verwirrend fürs erste Mal. Aber wie krass. Ich wusste nicht, dass du so auch mit tiefer gelegt
alten Autos gut fahren kannst. Und man hat gemerkt, dass du jetzt extra bremst gerade und dann rumlenkst und so. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst vor dem Bordstein. Nee, echt sehr gut. Also echt gut. Was bei dem Ding wichtig ist, du sagst ist, ja nicht, wo oben soll, ne? Nee, hier links. Hier links. Dass man den halt schön warm fährt, weil der Motor ist leider echt zickig. Ja. Und der ganze Wagen ist halt nicht ohne, ne? Also ist halt sehr track-toolig. Wie du ja merkst, ist der sehr bockig, sagen, ne? Ja. Das ist vor Ort. Wie ruhig der ist, ne? Ja. Keine Vibration. Das liebe ich an dem Ding. Also das wird dir gleich sehr gut gefallen, denke ich. Ich glaube auch. Weil von der Emotion, wenn man Vollgas gibt, haut es einen weg. Ich glaube es sofort. Wir haben 80 Wasser, 67 Öl, Anodtemperatur 36, Abgastemperatur 635 Grad. Wir kommen in die Gegend. Und ich kann auch sehen, ob du Vollgas gibst oder nicht. Okay. Geben wir Vollgas? Das war von uns. Jetzt auch warm. Natürlich ist es schwierig mit der Gesetzeslage, weil da einfach echt viele Steine in den Weg gelegt werden. Ich merke auch, wie es mich mürbe macht. Ja. Dass meine, und es ist jetzt wirklich krass, was ich sage, dass meine Energie des Helfens weniger wird im Bus. Ja. Weil du eigentlich immer ein Nein, ein Nein, ein Nein, ein Ja, da müssen wir gucken, das müssen wir überprüfen. Und du denkst dir, eigentlich wollen wir ja nur helfen. Ich weiß nicht, wo ich das riesen Problem ist. Und manchmal muss man auch als Staat dann irgendwie auch da was das einfacher machen, dass das Helfen einfach wirklich von der Hand geht. Und das ist ja wirklich nicht der Fall immer, muss man ganz, ganz klar sagen. Dazu kommt, leider,
voll. Dazu kommt auch, ich fand auch, dass die Reaktion von den Leuten halt teilweise auch bei uns echt krass waren, dass sie das gar nicht sehen wollen, dass wir das tun. Ja, also es ist auch manchmal so, ich lese mir tatsächlich sehr viel durch und ich möchte das natürlich auch immer so gewissenhaft wie möglich und individuell auf jeden wirklich eingehen können, dass ich auch wirklich nichts außer Acht lasse. Und ich merke, also wirklich, du liest dir diese E-Mails durch und du merkst, du spürst richtig dieses Leiden der Menschen, ja, wo du dir denkst, boah, ey, das kann's doch nicht sein. Weißt aber du, das war nicht mit anstrengend, Lisa, was, weil wie ja, doll nimmst du das denn nach der Arbeit mit? Oder also ich muss sagen, es geht. Ich habe bis jetzt einen Fall gehabt, wo wir wirklich leider, leider echt nicht helfen konnten, weil das gesetzlich gesehen einfach echt nicht möglich war. Und das hat mir wirklich das Herz gebrochen. Was war das, sicher? Eine Mutter hat uns geschrieben gehabt. Sollen wir den Tunnel eben noch nutzen? Ja. Bei dem ist es auf jeden Fall, das geht auch, es kostet nur sehr, sehr viel Geld und ja, zieht sich. Weil hier ja, kannst du ruhig von der Kupplung runter bei dem Motor, wenn der ja, steht. Nee, aber bei dem Ding, dann zieht sie, dann brauchst du ja wirklich auch Leute, die sich extrem auskennen, genau mit dem Auto und dann mit das Ganze dünn. Ja, ja. Und das ist das weil Problem. Hier liegt das ganz schnell ins Geld. Ja. Aber der Knopf ist auch. Geht nochmal ein Gasstoß. Sauber, ne? Auch wie sauber, ne? Es ist unglaublich. Gute Wahl. Wirklich gute Wahl. Ich bereue es auch keine Sekunde. Echt, das ist
einfach ein Erlebnis. Wow. Und ich sag dir, ich bin ja so dankbar dafür, dass sowas gerne mal machen zu dürfen. Das darf man nicht für selbstverständlich nehmen. Florian Runte. Ja. Kannst hier stehen bleiben. Wow. Geil. Einfach wirklich, wow, wirklich gut. Wirklich gut. Da war drauf. Und Hintergrundbild gerechtfertigt? Gerechtfertigt zu 1.000.000%. Das ist unglaublich. Also klar, zu den anderen ist es natürlich jetzt nicht das Gleiche, aber allein das Emotionale dahinter, es ist einfach schön, es ist Autos. Mission erfüllt. Er fährt sehr gut Auto. Also wirklich. Vielen lieben Dank, krass, also krass. Also wirklich, wirklich krass. Wir kommen gleich nochmal hoch. Bis gleich. Also das Coolste an dem Fahren finde ich, die Reaktion zu sehen. Das ist so geil. Also die hat sich so gefreut, ne? Das war wirklich krass. Wirklich, wirklich. Also wirklich toll. Und was wirklich extrem war, wie gut sie fährt. Also die Kupplung. Was habt ihr gemacht? Nee, einfach nur fahren. Aber wie gut sie anfährt, wie gut sie diesen Motor so macht. Weil manchmal ist die Kupplung da so ein bisschen zickig so, weißt du? Die ist zwar leicht, aber dann von 1 auf 2 oder sowas. Aber die ist das Auto gefahren, wie die seit 100.000 Kilometer fährt. Die sind rucki zucki, wop, wop, fährt die los. Also wirklich mega geil. Ja, wunderschönes Automobil. Ich denke, wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Und wir sehen uns morgen oder Montag. Peace.